Absolut empfehlenswert. Hier sieht man aus allen Epochen der Motorrad-, Fahrrad- und Autoherstellung Teile bis 1980. Aber natürlich haben sich auch ein paar neuere Exponate mit eingeschlichen. Auch Erster Weltkrieg und Wehrmachtsgut. Und wie hier zehnfache Gewinner der Enduro-Meisterschaften, Six Days-Fahrzeuge. NSU war während der ganzen Bauzeit recht erfolgreich. DKW ist auch mit am Start, auch wie hier die Münch, die in Würzburg gebaut wurde. Einfach geil. Der erste BMW Boxer, der ein Douglas-Nachbau war. Die Original-Douglas ist auch hier zu sehen. Und für mich hier das Paris-Dakar-Modell, das wir auf jeden Fall extra herausheben. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao!